Moin, ich bin Tatjana von der Funke, das ist die deutsche Sektion der International Marxist Tendency. Und ich bekomme gerade sehr, sehr viele Berichte von ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, die mal zusammen mit mir in der Hotellerie und Gastronomie gearbeitet haben. Und gerade diese Branche trifft diese Krise gerade sehr, sehr hart. Wer nämlich eh schon nur gerade mal so Mindestlohn oder knapp über den Mindestlohn bekommt, und eh schon nicht über die Runden kommt damit, der kommt das sicherlich jetzt auch nicht mit 60% Kurzarbeitergeld und Miete in einer Großstadt kann man davon schon mal gar nicht bezahlen. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband, die DEHOGA, weigert sich hier zum Beispiel vehement jetzt mit der zuständigen Gewerkschaft, der NGG, zu verhandeln. Und in vielen Betrieben werden Leute auch einfach entlassen. Das gilt natürlich auch für ganz, ganz viele andere Branchen. Und in vielen Betrieben müssen Arbeiterinnen und Arbeiter zum Beispiel auch immer noch zur Arbeit gehen, obwohl ihr Job nicht unbedingt lebensnotwendig wäre. Und oft gibt es auch dort nicht mal vernünftige Schutzvorkehrungen. Das zeigt ganz, ganz genau, dass die Kapitalisten sich eben nicht für unser Wohlergehen oder unsere Gesundheit interessieren. Das Einzige, was sie interessiert, sind die Profite. Und sie lassen uns als Arbeiterklasse jetzt für diese Krise bezahlen. Das wird bei dieser Corona-Pandemie jetzt mehr als deutlich. Und diese Schandtaten eurer Bosse, die müssen jetzt auch einfach mal benannt werden. Und deswegen schickt uns bitte Berichte zu eurer Situation am Arbeitsplatz. Das können kürzere Berichte sein, das können auch längere Berichte sein, aber schickt uns unbedingt die Grausamkeiten eurer Bosse zu. Ihr könnt uns das Ganze per Direct Message schicken oder auch per E-Mail an redaktion@derfunke.de.